Willkommen vor den Empfangsgeräten, ich bin Moritz Jakob von Infrakta und ich bin wieder in Stainless Steel Hip. Und ich glaube, den wollte ich mal wieder bewegen. Genau. Lassen wir das Garnison drin. Das ist ein bisschen wenig vielleicht. Ein bisschen Gnade Platz schaffe. Sie nicht verdient. So. Ja. Da sollten wir jetzt aber zügig ein Händchen, oder? Ich sehe schon, die Reichtümer liegen im Osten, aber das Kernland Roms ist nun mal im Westen, dementsprechend. Also weiß ich nicht genau, wer im Osten alles noch rumdödelt. Ja, da können doch, keine Ahnung, was für Fraktionen rumeiern. Und deshalb müssen wir erstmal gucken, dass wir uns irgendwo noch eine... dass wir uns irgendwo da mal ein bisschen festsetzen. Ach, scheiße Kälte. Ja, das bringt uns nur beiden nichts, weil wir keinen Hafenkontakt haben und keinen Festlandskontakt, aber aller fort. Dann haben wir halt mal Handelsbeziehungen. Wahrscheinlich hat er auch irgendwie so einen Auftrag gehabt, hier finde Kontakt zu den Römern, kriege dafür keine Ahnung was. Eure Majestät. Nein! Ah, verklickt. egal. Das ist nicht möglich, mein Herr. Dort können wir nicht hingehen. Hier. Erteilt mir einen Befehl. Eure Majestät. Befehle? Heute können wir nicht weitermachen. Bringe ich schon meinen ersten Trupp nach Skadar. Das ist die erste Abteilung für Landungsarmee. Eure Majestät. Erteilt Robert. Lasst mich zuschlagen, Herr. Wem stehe ich gegenüber? Befehle? Mache morgen weiter. Ihr könnt jetzt diese Länder überwinden. Schlage das Lager auf, Herr. Ja, Herr. Baue einen Wachturm. Marschiert! Ich hatte Baustruppen. Ah, okay, die brauchen zwei Runden, okay. Haben ruhig schon mal ein Nachlege. Ich bin bereit zu handeln. Ich muss mich bis morgen aus. Nennt mir den Feind, Herr! Lasst mich zuschlagen, Herr! Auf dem Weg, mein Herr! Mache morgen. Mein Herr, soll dir einige das Leben schenken? Ja, brauchen wir jetzt nicht direkt ausheben. Können wir uns noch sparen. Hier, Eure Majestät, abrücken.
Aber das wirft schon mal ganz ordentlich Kohle ab. Wobei ich nicht annehme, dass Skadar und Dyrarium noch mehr abwerfen werden, wenn die erstmal Häfen haben, wo sie aber Straßenanschluss hat. Und wir vielleicht auch noch die Westküste des Tyrrhenischen Meeres kontrollieren. Das Mare Tyrrhenicum. So, warte mal, das war der Hanjogel, genau. Ja, Herr. Ich werde keine Spuren hinterlassen, wie ihr wünscht. Untersuchung gestartet. Ist mir eine Ehre. Ja, ja. Bin unterwegs. Zwei Runden schaffen wir nicht mehr. Och Mann, ey, es tut mir voll leid. Ach guck mal, ich hab da schon einen. Befehl? Ihr habt einen Vorschlag für mein Volk? Bis zum nächsten Mal. Oh, das zählt nicht. Ich muss tatsächlich irgendwas mit denen machen. Okay. Na gut, dann brauchen wir die Nasebärbel dann nicht runterschicken. Schicken wir den Beste. Hier lege ich eine Pause ein, mein Herr. Ja, mach du mal Päuschen. Sehr gut, mein Herr. Die heutige Reise ist beendet. Da wir das Lefkosia gar keinen Hafen hat, werfen die schon mal ganz gut Geld ab. So. Befehle? Ich weiß, das ist immer ein bisschen umständlich. Befehle, Kaiser. Mein Herr. Aber ich mache mir halt immer Sorgen, dass die Truppen desertieren, wenn kein General dabei ist. Wandern. Ich weiß halt mal genau, wer das ist. Ich gebe doch nicht irgendwelche wildfremde Frau irgendwie. Gut. Gut, kommt schon mal vor, ja, dass man wildfremde Frau ein Getränk ausgibt. Ja, aber die sind allgemein hübsch und kein bescheuert Kapp auf dem Kopf und kommen dann aus irgendwelche. Gut, doch kommen sie schon manchmal schon aus irgendwelche fremde Linde. Nennt sich dann ausländische Kommilitonin, also Austauschstudentin oder so. Wobei das Wort Austauschstudent ja eigentlich ja richtig ist. Wir tauschen ja nicht wirklich was dagegen, ja. Wir schicken ja keinen adäquaten Gegenstudenten zurück. Ah, ihr wisst, was ich meine. So. Ach, ist das lang her. Gerade eben bin ich wehmütig. Okay, die Nord, ganz, ganz weit im Norden kloppen sich rum. Das ist mir völlig scheißegal. Ja, das ist natürlich schon ziemlich teure, ziemlich gute Truppen. Aber wir müssen uns das, wir müssen ja mal was gönnen, ja? Mein Herr. Ui. Geh trotzdem lieber dahin, weil ich nicht nur weiß, wie es mit dem. Ich bin bereit zu handeln. Ah, guck an, Doc. Nee, das ist ein Minister. Ich beeile mich. Muss mich bis morgen aus. Gib den Befehl. Was denn? Tritt nieder, Evadi. Ach, das ist ja niedlich. So. Endlich mal eine anständige Schlacht, ohne dass sie so viel Kavallerie haben, so nervige, die mir mit einem Anritt die kompletten Speerträger zerfetzt.
Einheiten! Wartet auf meine Befehle! Moin! Spätbürger-Infanterie! Gucken wir mal unsere neue Werbung an. Meere Infanterie! Ah, die passen ganz gut in unsere Truppe. Haben wir auch nie einen Knick in der Optik? Einheiten! Ich will Blutsparen, deshalb gucken wir, dass wir so lange wie möglich sind mit allen möglichen Krempel bewerfen. Also auf meiner Seite Blutsparen, bevor man es da falsch versteht. Einheiten! Ich kenne euch. Ja, direkte Treffer meine Kavallerie. Es ist unklug, den Tag vor dem Abend zu aber unsere Männer gewinnen die Schlacht und schmieden einen würdigen Sieg. Als ein Speerträger finde ich ja witzig.
Schiffen! Oh Mann. Oh Mann. Gewinnen die Schlacht und schmieden einen würdigen Sieg. Komm, mein Ballon, Kinder. Das war mal erfreulich. War Kumpelslein. Angriff! Habe ich mir schon gedacht, dass sie den immer noch hinterher rennen. Da habe ich mir doch gedacht, dass sie sich nochmal sammeln. So Leute, wir wissen nie, wann es mir genug ist. Gut, die da schon. Männer verloren! Stoß vor! Die Schlacht
Abschnitt zu unseren Gunsten. Wenn wir standhaft und aufrichtig bleiben, ist der Sieg unser. Zu kämpfen, wir müssen den Vorteil nutzen. Ich würde sagen, das Friendly Fire hat uns am meisten wehgetan. Nicht mal unbedingt von dem Mangonell, sondern von unseren Bogies. Ich glaube, unsere Bogenschützen haben mehr unter meinen Infanteristen gewütet. Ich sehe doch nicht mal. Ach doch, da. Ach komm, das lohnt sich nicht. Lass die zwei kommen, die sollen daheim berichten, was hier passiert ist. Also, dass die Römer sich gegenseitig einen Kopf geschossen haben. Also, das jetzt nicht unbedingt. Den Sieg, den wir heute errungen haben, bewundern. Ja, damit müsste aber der Weg offen sein zu ihrer Hauptstadt. Also ihrer hoffentlich letzten Stadt. Dann haben wir hier unsere Ruhe, dann können wir uns mal kurz umgucken, ob uns da noch ein bisschen... Ja. Die waren ja kein Bedrohung, da habe ich das hier mit großen Bedrohungen können. Was, Moment, das ist eine Zitadelle. Nix, die stürme ich nicht. Hab sie noch alle. Da verliere ich die halbe Armee nur durch die blöden Mauern und Türme und Tore und... Was? Befehle? Oh, warte mal, ist das eine solche Armee? Befehle? Ja, es war eine solche Armee. Ja, toll. Bleib du mal in der Landschaft stehen. Gib den Befehl. Ein bisschen Glück hat er sich nicht angesteckt. Was bringt das eigentlich? Warte mal, hier ist ja Honig. Okay, aber ich würde sagen, ich setze einen schnellen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.